Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Limbach-Oberfrohna zeichnet jährlich zum Internationalen Tag des Ehrenamtes im Dezember drei Bürger ganz besonders aus mit der Ehrennadel. Verliehen für das ehrenamtliche Engagement in Vereinen, Einrichtungen oder an anderer Stelle. Wegen der Corona-Pandemie konnten die Empfänger der Ehrennadel des Jahres 2020 nicht öffentlich gewürdigt werden. Ihre Auszeichnung haben sie trotzdem erhalten. Sie werden, so wie alle bisher Geehrten, zur diesjährigen Veranstaltung eingeladen. Mit drei kurzen Porträts stellen wir die Empfänger der Ehrennadel des Jahres 2020 vor. Was bedeutet Hospiz? Das Ziel unserer Arbeit ist die Begleitung von schwerstkranken, sterbenden oder trauernden Menschen. Die Begleitung kann innerhalb von wenigen Stunden stattfinden oder auch über eine längere Wegstrecke, wobei unsere Ehrenamtlichen und auch wir vom Hauptamt immer den Betroffenen zur Seite stehen. 2011 ließ sich Annette Frank zur ehrenamtlichen Hospizhelferin ausbilden. Und ist seitdem im ständigen Einsatz. Wir können sie jederzeit anrufen, tagsüber, nachts, Wochenende. Sie steht uns immer zur Verfügung und nimmt jede Begleitung an. Trotz der vielen Jahre ist für sie die Tätigkeit keine Routine. Wenn ich eine neue Begleitung übernehme, bin ich immer gespannt, mit welchen Menschen ich da zu tun haben werde, welche Menschen ich da kennenlernen darf. Jeder ist einzigartig und gilt als solches gewürdigt zu werden. Und demzufolge ist jede Begleitung bezogen auf die beteiligten Personen und die jeweilige Situation einmalig. Die Frau Frank ist eine sehr ruhige, ausgeglichene Person und kann dies auch auf Familienangehörige und auf Sterbende sehr gut übertragen und ist damit ein Ruhepol für die begleitenden Personen. Ich habe selber erlebt, wie das ist, wenn ein Angehöriger schwer krank ist und das über lange Zeit und wie man sich da als betroffener Angehöriger fühlt. Und für mich war immer wertvoll, wenn jemand mir mal zugehört hat. Und ja, manchmal sind Gespräche nicht so in der Familie möglich, wie wenn man mit jemandem von außen spricht. Und das war für mich sehr wertvoll und das war der Grund, warum ich gerne auch anderen in belastenden Situationen beistehen wollte und will. Den Begriff Hospiz verbinden viele mit Traurigkeit. Die Arbeit im Hospizdienst ist nicht nur eine ernsthafte Angelegenheit, sondern es gibt auch viele lustige Momente und man lacht dann manchmal auch zusammen und das verbindet einen. Und es braucht keiner Angst haben, dass das eine schwere, unüberwindbare Aufgabe ist. Es macht doch so viel Freude und es gibt so viel Schönes und Bereicherndes. Und wir würden uns freuen, wenn noch weitere Menschen sich bereit erklären könnten, ehrenamtlich mitzuarbeiten. Zu tun gibt es allerhand. Annette Frank steht ebenso bei der Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Wenn jetzt zum Beispiel Tag der offenen Tür ist, in Einrichtungen oder zum Beispiel in Limbach beim Stadtfest, betreut sie unseren Stand mit und bringt interessierten Menschen die Arbeit näher. Der Freie Hospizverein Erzgebirgsvorland zählt in der Region um Limbach-Oberfrohna zurzeit 37 ehrenamtliche Hospizhelfer. Ohne Ehrenamtliche könnten wir unsere Arbeit nicht leisten. Wir betreuen im Jahr ca. 160 Betroffene und deren Familien. Was wir als Ehrenamtliche tun, wird dankend entgegengenommen, weil es ist für die Betroffenen als auch für die Familienangehörigen eine Zeit mit ganz viel Umbruch, mit Veränderung. Die Arbeit ist auch deswegen so erfüllend, weil wir so viel Dankbarkeit und Gutes zurückbekommen. Und manchmal ist es wirklich die Frage, wer der mehr Beschenkte ist, den ich beschenke, der Betroffene oder ob ich die so sehr Beschenkte bin. Wegen Corona musste an der Geschwister-Scholl-Oberschule die Feier zum Jubiläum 20 Jahre Förderverein ausfallen. Gegründet wurde der, um an all den Dingen mitzuhelfen und zu unterstützen, die mehr im außerschulischen Bereich angelegt sind, Projekte, AGs etc. Steffen Hellner ist seit Anbeginn dabei. Herr Hellner ist seit 20 Jahren Vorsitzender unseres Fördervereins.
In den 20 Jahren ist viel passiert. Wir haben einen sehr guten Start gehabt, indem wir damals im Jahre 2001 hier an der Schule das erste Computerkabinett mit einrichten durften. Wir waren verantwortlich für Bestuhlung, Tische etc. Die PC-Technik kam dann vom Schulträger. Das war ein erstes Highlight, was wir damals hatten. Hinzu kam die Betreuung von Sprachreisen, Unterstützung bei Festen, Schulveranstaltungen oder bei den Projektwochen. Wo die Kinder in verschiedensten Projekten selbstständig tätig werden, dort kreative Sachen machen, sei es ein Tanzen, sei es irgendwelche Bilder malen etc. Ja, und dieses haben wir als Anlass genommen, um einen Abschluss im Schuljahr zu bringen für die Schüler, wo sie ihre Projekte präsentieren können. Und auf der anderen Seite für Eltern, Großeltern, ehemalige Schüler der Schule. Und haben gesagt, wir machen eine Veranstaltung und präsentieren das. Und der Förderverein sorgt dafür, dass wir ringsrum noch ein paar mehr Aktivitäten haben. Der Förderverein und seine Mitglieder sind eigentlich in allen Klassenstufen präsent. Bei schulischen Veranstaltungen sind sie mit vor Ort. Sie leisten finanzielle Unterstützung und helfen uns, den schulischen Alltag zu bewältigen. Die Sponsorensuche ist eine große Aufgabe des Fördervereins, denn durch Finanzspritzen ist einiges möglich. Beispielsweise werden Schüler einkommensschwacher Familien bei Klassenfahrten unterstützt. Oder auch unsere Abschlussklassen, Klasse 10, werden vom Förderverein mit einem finanziellen Obolus bedacht. Wenn es den Förderverein nicht gäbe, viele außerschulische Veranstaltungen könnten nicht stattfinden. Steffen Hellner und seine Frau sind ehrenamtlich im Förderverein tätig, weil wir sind gestandene Bürger, die im Ostdeutschland aufgewachsen sind und haben uns damals schon für die Schule engagiert, wo unsere eigenen Kinder an der Schule waren. Und das ist ein Weg gewesen, den wir auch für die Jetztzeit weitergeführt haben. Weil wir sagen, wenn wir es als Eltern nicht tun und mithelfen und unterstützen, wer macht es dann? Das Ehrenamt ist ganz wichtig und wir haben es über die vielen, vielen Jahre gerne getan. Mittlerweile als Großeltern. Wir sehen das einfach als Verpflichtung an, dort den Weg für die beiden Enkelchen mitzubereiten, mitzuhelfen, uns einzubringen, weil jede Hilfe ist an jeder Schule gefragt wie nie. Deshalb wünscht er sich, dass ich wieder mehr Eltern engagieren. Ich freue mich sehr, dass die Familie Hellner nach über 20-jähriger Tätigkeit im Vorstand des Fördervereins auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Vorstand uns weiterhin als Mitglieder des Fördervereins zur Verfügung stehen. Und ich freue mich schon auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Wenn das Tor zur Geschichte aufgestoßen wird, ist das für manchen der Beginn eines Abenteuers. Eintauchen in die Welt der Ahnen, ergründen, woher man selbst stammt. Geschichte, ein Puzzle, das zusammengesetzt werden muss. Einer, der hilft, die Puzzleteile zusammenzutragen und Geschichtsinteressierten zur Verfügung zu stellen, ist Reinhold Kaminski. Er widmet sich ehrenamtlich der Geschichte von Wolkenburg. Ich engagiere mich nicht mutwillig, ehrenamtlich. Das ist eigentlich gewachsen bei mir. Das muss einfach sein. Ich muss zu Hause raus, ich muss mit Leuten umgehen. Und mir liegt die Geschichte unseres Ortes dermaßen am Herzen, dass das irgendwo auch bekannt gegeben werden muss. Wenn es ums Brauchtum in Wolkenburg geht, um die Historie, um die Geschichte, um die Geselligkeit, um das Zusammenleben, dann ist Reinhold Kaminski eine derjenigen, die wir immer fragen können, die gerne teilen, die gerne ihr Wissen teilen und die sich ihre Freizeit, ihr ganzes Familienleben eigentlich auch dafür der Gemeinschaft opfern. Ich bin gebürtiger Wolkenburger und ich bin schon immer menschenfreundlich, sage ich mal. Es gibt bei mir einen Grundsatz. Ein Satz, der geht mit M los, 4M, man muss Menschen mögen und das ist meine Heimat, deswegen setze ich mich hier ganz einfach immer mit ein. Er ist ja schon seit vielen, vielen Jahren im Heimatverein tätig, gemeinsam mit seiner Frau, die den Heimatverein vor 20 Jahren gegründet hat. Er hat ein offenes Ohr für die Belange in der Gemeinde, wenn es um Unterstützung geht bei irgendwelchen Arbeitseinsätzen, wie jetzt zum Beispiel bei den Kriegsgräbern auf dem Wolkenburger Friedhof, dass wir da Mithilfe brauchen. Ob das jetzt Projekte sind, wie zum Beispiel dieses Jahr an der Spinnmühle, wo wir den Film gedreht haben, stand er zur Verfügung und hat uns durch das Haus geführt, hat uns aus seiner Erinnerung, aus seiner Erfahrung mitgeteilt.
Außerdem begleitet er das Projekt Offene Kirche. Dass er jedes Wochenende an der Neuen Kirche in Wolkenburg die Türen öffnet. An beiden Tagen, Sonnabend wie Sonntags, steht er da, um den Gästen in Wolkenburg, die zufällig vielleicht vorbeikommen oder die ganz gezielt das Schloss besuchen wollen, auch die Kirche zeigt, diese stilreine, klassizistische Kirche in Wolkenburg. Führungen bietet er ebenso zu anderen Orten in Wolkenburg an. Und man kann ihn dort buchen und das ist das, was ihn eigentlich so ein bisschen auszeichnet, dass er so als Allrounder im Ort da für alle eigentlich auch da ist. Ganz besonders auch als Mitglied im Heimatverein. Schön wäre es natürlich, wenn wir viel mehr Mitglieder hätten, auch Nachfolger. Ne? Mich dauert das ganz sehr, dass ich überhaupt noch keinen Nachfolger habe. Wenn ich vielleicht nächstes Jahr oder irgendwann mal aufhöre aus gesundheitlichen Gründen, dann fehlt im Prinzip der Nachwuchs. Gerade die Ortschaftsräte hier im Ort, die brauchen solche Menschen im Ort, die dann so die Bindeglieder auch darstellen. Oder wie es Reinhold Kaminski ausdrückt. Wer die Geschichte nicht kennt, wird die Zukunft nicht gestalten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Der Kreissportbund Mittelsachsen zeichnete im September Sportler für ihre Verdienste in den Vereinen mit dem Sport-Oscar aus. Zwei der Geehrten lernen Sie nun näher kennen. Ihre 85 Jahre sieht man der Ehrenpräsidentin des TSV Fortschritt Mittweida nicht an. Renate Winkler ist fit und fühlt sich gut, auch weil Sport in ihrem Leben einen hohen Stellenwert besitzt. Ich treibe seit der Kindheit Sport. Ich war aktive Handballerin, ich war Turnerin, ich war Keglerin und jetzt bin ich in der Gymnastik tätig und im Kinderturn. Wann und wie alles angefangen hat, daran kann sich Renate Winkler noch gut erinnern. Ich habe im Betrieb der Bamwollspinnerei Mittweida angefangen und dort hat mich der Vorsitzende beim Betriebssportfest rausgeangelt und von Stund an, seit Mai, bin ich 1951 im Kindersport Übungsleiterin ausgebildet. Bin ich seit November 51 und seitdem mache ich das. Mehrfach in der Woche steht Renate Winkler als Übungsleiterin für Jung und Alt mit ihren Gymnastikgruppen auf dem Hallenparkett. Dabei ist die Herausforderung sehr unterschiedlich. Ja, das ist viel anders. Zum Beispiel sind die Kinder nicht mehr die Kinder, die es vor 70 Jahren war. Ich mache das ja nun schon 70 Jahre. Sie sind ungeduldiger, folgen nicht. Das hat man bei den Erwachsenen nicht. Da wird das gemacht, was der Übungsleiter sagt. Da gibt es keine Probleme. Bewegung ist gut für Menschen jeden Alters, meint Renate Winkler. Und sie weiß, wovon sie spricht. Ich habe zum Beispiel in meiner Gymnastikgruppe einige, die schon über 80 sind. Das sieht man denen nicht an. Immer dabei bleiben, immer dranbleiben. Kommt auch die Leistung. Und es ist für jeden Menschen gut, sich zu bewegen. Sportliche Senioren findet auch der Chef des Kreissportbundes gut. Der Seniorensport stellt für uns ein ganz wichtiges Thema dar. Wir haben letztendlich bei den Senioren eine sehr stetige und vor allem wachsende Zielgruppe. Also gerade was den Ü60-Bereich betrifft, haben wir über Jahre schon die Tendenz zu erkennen, dass immer mehr Menschen sich da eben für Vereinstätigkeiten auch interessieren, in verschiedenen Seniorensportgruppen auch aktiv sind. Und man muss dazu sagen, dass letztendlich diese Zielgruppe auch genau die Zielgruppe ist, die unsere Mitgliederzahlen ins Wachsen bringen. Der Kreissportbund sieht sich für den organisierten Seniorensport vor allem als Plattform.
Also uns geht es nicht darum so sehr, dass wir die Angebote stellen, sondern als Plattform fungieren für den Seniorensport. Und da ist es bei uns schon mittlerweile eine bewährte Tradition geworden, dass wir in den winterlichen Monaten unsere Kreis-Seniorensportwoche durchführen. Auch in diesem Jahr wird es wieder so sein, dass wir da Seniorensportgruppen und das ganz unterschiedlich, also wie hier zum Beispiel die Gymnastik, aber eben auch Prellball, letztendlich auch Badminton und so weiter, Angebote, die im Kreis Mittelsachsen da sind, da nochmal eine Öffentlichkeit geben, um letztendlich auch Mitglieder zu werben. Und das wird von den Vereinen ganz, ganz rege angenommen. Sport ist ihr Leben und genauso würde sie es wieder gestalten, erklärt Renate Winkler. Und solange es geht, auch als Übungsleiterin. Ich meine, es gibt Wehwehchen im Alter und irgendwann kommt sicher der Tag, wo mal alles zu Ende ist. Aber solange ich das kann, mache ich das. Ich habe Gott sei Dank im Kindersport eine junge Frau gefunden, die das übernommen hat. Und ich bin jetzt praktisch nur noch die Helferin. Und ich freue mich, dass sie ganz aktiv sich vorbereitet und aktiv mit den Kindern arbeitet. Es macht einfach Spaß. Rund 90 Sportbegeisterte, jung und alt, betreut sie in ihren Gymnastikgruppen. Mit der Arbeit als Übungsleiterin ist ihr wöchentliches Engagement im Ehrenamt noch nicht getan. Ich bin 3,5 Stunden in der Turnhalle tätig. Dann gehe ich dienstags ins Büro. Und wenn es notwendig ist, auch noch mal einen Tag mehr. Und beteilige mich an allen Sportveranstaltungen, die der TSV durchführt, in irgendeiner Weise. Auf das nächste Wiedersehen mit ihr bei einer Veranstaltung des TSV freuen nicht nur wir uns. Tommy Heder gehört zur Top 5 der jüngsten Vereinschefs im Kreissportbund Mittelsachsen. Seit 2018 engagiert er sich im Vorstand des SV Fortschritt Lunzenau. Der Verein ist fester Bestandteil des öffentlichen Lebens in der Stadt Lunzenau. Und auch deshalb bedeutet es dem 30-Jährigen viel, im ländlichen Raum aktiv zu sein. Ja, ist für mich extrem wichtig. Ich habe das schon aus dem Elternhaus, sage ich mal, mitbekommen. Dort von meinem Vater, der viel organisiert hat, so das in die Waagschale gelegt bekommen, dass das auch meine Zukunft ist. Und mir ist es als Mensch schon immer wichtig gewesen, das ging schon in der Schulzeit los, nicht nur zu meckern, sondern sich für die Themen, die einen interessieren, zu engagieren, voranzugehen und versuchen, andere zu begeistern und zum Mitmachen zu bewegen. Und das ist dann, als ich in den Sportverein eingetreten bin, in die Abteilung Fußball, auch relativ zügig so gewesen, dass ich meine Interessen dort habe versucht zu vertreten und der Gemeinschaft zu helfen. Und das ist dann, wenn man einmal im Ehrenamt drin ist und einmal Ja gesagt hat, kommt man da so leicht nicht mehr raus. Ich denke, das wissen die meisten, die da auch mal Ja gesagt haben. Und das ist dann so ein Entwicklungsprozess, wo man von Jahr zu Jahr dazulernt und neue Aufgaben übernimmt und das dann als große ganze Aufgabe, fast schon als Lebensaufgabe irgendwo sieht. Vor 71 Jahren wurde der Verein als BSG Fortschritt Lunzenau gegründet. 1990 wird der SV Fortschritt Lunzenau eingetragener Verein. 396 Mitglieder, Stand 2020, 10 Abteilungen und jede Menge Tradition hat der Verein, über den sein Präsident sagt. Wir sind ein Mehrgenerationsverein. Wir sind 1950 gegründet worden, hatten im vergangenen Jahr mit Corona-Bedingungen unser 70-jähriges Bestehen gefeiert und betreiben Sport in verschiedenen Abteilungen. Also nicht nur das, sag ich mal, im Volkssport sehr beliebte Fußball, sondern wir sind in vielen Abteilungen sportlich unterwegs und dementsprechend für viele auch sehr interessant. Und das vom ganz jungen Alter bis hin zum hohen Alter. Und da sind wir sehr froh drüber und sehr stolz drüber, dass wir die Jüngsten mit 2 bis 3 Jahren und auch die Ältesten mit über 80 Jahren noch sportlich bei uns im Verein tätig haben. Neben seinem Ehrenamt ist der 30-Jährige auch als Fußballer aktiv. Sein Team, die Männermannschaft des SVF. Das Kreisliga-Team wird trainiert von Jens Entmann und spielt ganz vorn mit in der Staffel 1 der Mittelsachsenliga.
Der Schritt vom aktiven Vereinsmitglied ins Ehrenamt war für Tommy Heder kein großer Akt. Relativ einfach, weil das Ja ist erstmal schnell gesagt, ohne zu wissen, was alles an Aufgaben an einem zukommen oder auf einen zukommen, mehr oder weniger. Und dann ist das, wie ich schon sagte, ein Entwicklungsprozess. Und wenn man an der Sache Spaß hat und merkt, wie man die Leute begeistern kann, zu mitmachen und auch sieht, dass Pläne aufgehen, dann ist das, würde ich mal sagen, im ländlichen Raum schon fast ein Selbstläufer. Wie soll man es ausdrücken? Man muss halt mit der Leidenschaft rangehen und man muss auch mal mit Rückschritten umgehen können. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da nicht sofort die Flinte ins Korn wirft, sondern sich immer wieder motiviert dazu. Und wenn das gelingt und dann auch in Realität Dinge sieht, wie sie bewegt worden sind, was vorher nur als Idee irgendwo auf dem Papier gewesen ist, dann macht das auch viel, viel Spaß und Freude. In einige der Ideen ist im Stadion an der Rochlitzer Straße bereits Bewegung gekommen. Ja, also wir haben ganz, ganz viele Pläne. Ich bin seit 2018 mit meinem Vorstand jetzt hier in der Hauptfunktion als Präsident tätig. Seitdem haben wir viele Pläne im Kopf gehabt, wo jetzt viele auch schon umgesetzt sind oder gerade in der Umsetzung sind. Wenn ich hier in die Anlage gucke, was unser, sag ich mal, Zuhause des Vereins schon jetzt ist und in Zukunft noch mehr wird, weil wir mit dem Multifunktionsgebäude uns quasi den Traum erfüllen, dass wir hier zentral auf dem Sportplatz in Zukunft möglichst alle Abteilungen beherbergen können, ist das schon ein Riesenschritt. Das ist das größte Projekt in der Vereinsgeschichte, das wir jetzt gerade umsetzen, was viel Kraft auch bedarf an Anstrengungen. Aber wir haben auch andere Projekte, das ehemalige Sportlerheim, was wir gerade um- und ausbauen, barrierefrei und dann für die Vereinstätigkeiten nutzen. Und viele weitere Pläne mit unserer Anlage, aber auch mit der Weiterentwicklung des Sportvereins. Ja. Sei es neue Abteilungen, die wir gegründet haben oder weiter am Ausbauen sind. Aber auch ganz, ganz wichtig mit der Qualifizierung unserer Übungsleiter, dass wir dort weiter das in den Fokus rücken und die Qualität im Sporttreiben aufrechterhalten. Das sind so die ganzen Aufgaben. Und jeder, der im Ehrenamt tätig ist, weiß, dass die Bürokratie unseres Landes da oftmals erschwerend dazukommt. Und das in Zukunft weiter bewältigen zu können, wird eigentlich die Hauptaufgabe des Vereins werden. Und dafür setzen wir uns mit aller Kraft ein. Bis alles soweit ist, werden beim SVF noch einige Tore und Feste gefeiert, so wie sie fallen. Sattkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website satt-kabel-online.de. Wissenschaft. Ein Forscherleben für das Laserlicht. Die Physikerin Ursula Keller. Weltraumforschung. Kann man Asteroiden, die die Erde bedrohen, ablenken? Das Licht eines Lasers. Ein faszinierendes Phänomen. Elektromagnetische Wellen. Intensiv, scharf gebündelt und manchmal zerstörerisch. Ein Licht von fast mythischer Kraft. Für mich ist das Laserlicht das schönste Licht der Welt. Dass dieses Licht aber auch einmal ihr Leben bestimmen und eine große wissenschaftliche Karriere möglich machen wird, hatte sich Ursula Keller lange Zeit nicht träumen lassen.
beim Lesen und Schreiben, da habe ich einfach alles verdreht und es ging einfach schief. Alles war rot beim Diktat. In der Mathe war ich super gut, das hat mich auch interessiert, hat mir Spaß gemacht. Und darum bin ich eigentlich als Mädchen in der Innerschweiz aufgewachsen, sehr traditionell, konnte ich eigentlich in Richtung Mathematik und Physik weitermachen. Die Begabung von Ursula Keller wird erkannt und gefördert. Sie überzeugt ihren Vater, dass er sie an der ETH Zürich Physik studieren lässt. Auf den erfolgreichen Abschluss folgt ein Stipendium an der Stanford University in Kalifornien. Danach landet die junge Schweizerin im damals renommiertesten Forschungs- und Entwicklungslabor der Welt, die AT&T Bell Laboratories in New Jersey, USA. Als ich dann dort angekommen bin, habe ich dann das Labor gesehen und das war einfach gefüllt mit sehr viel Gerümpel und ich musste als erstes zuerst mal diesen Raum entrümpeln. Aber das hat mich alles eigentlich nicht gestört, weil ich wollte ja meine eigene Forschung machen und etwas selber aufbauen. Ich hatte eigentlich die volle Freiheit, in eine Richtung vorzustoßen, die mich dann interessiert. Einerseits war das ein bisschen beängstigend und andererseits war es halt wahnsinnig spannend. Der Labortisch, an dem Ursula Keller dann 4 Jahre lang forschte, steht heute in ihrem Institut in Zürich. Schließlich ist es der Tisch, an dem sie die Laserphysik zum ersten Mal revolutionierte. Im Prinzip funktioniert ein Laser so. Pumpt man Energie in ein bestimmtes Medium, zum Beispiel einen Kristall, gibt der diese Energie in Form von Licht wieder ab. Mit Hilfe von 2 Spiegeln wird dieses Licht reflektiert und immer wieder durch den Kristall geschickt. So entsteht intensives, extrem gleichförmiges Laserlicht. Schließlich lässt einer der Spiegel einen Teil von dem Licht durch. Ein kontinuierlicher Laser. Seit der Entdeckung des Lasers wollte man Materialien damit transformieren. Aber ein kontinuierlicher Laser heizt Material zu sehr auf und beschädigt es. Die Lösung? Gepulstes Laserlicht. Die Technik dafür war aber lange Zeit viel zu kompliziert. Und solche Laser liefen nicht stabil. Genau dieses Problem will Ursula Keller an den AT&T Bell Laboratories lösen. Und es gelingt ihr. Mit einem Stückchen Halbleiter, den sie in das System einbaut und der ähnlich wie ein Spiegel wirkt. Werden Laserstrahlen erzeugt, entstehen einige Peaks mit höherer Energie. Genau auf die reagiert der Halbleiterspiegel folgendermaßen. Je energiereicher das Licht, desto besser reflektiert der Spiegel es. Diese hohen Energiepeaks werden bevorzugt zwischen den Spiegeln hin und her geschickt und verstärkt. Wird die Grenze erreicht, stößt das System einen Teil des Laserlichts als kurzen Puls aus. Sesam nennt Ursula Keller diesen Laser. Sesam ist ein Akronym. Es ist ein Semiconductor Subtropical Absorber Mirror. Mit diesem Sesam wird alles viel stabiler, kürzer und besser. Und natürlich viel einfacher. Also das ganze iPhone würde nicht existieren ohne diese kurzgepulsten Laser. Sesam hat vieles möglich gemacht. In fast allen Bereichen der Industrie wird das Prinzip heute eingesetzt. Beim Schweißen oder Schneiden von Materialien, in der optischen Kommunikation und in der Medizintechnik. Sesam ist wissenschaftlich eine Sensation. Der erste große Erfolg für Ursula Keller. Nur 1 Jahr nach der Erfindung kommt für die junge Physikerin der Ruf als Professorin nach Zürich, zurück in die Heimat. Zuerst habe ich gedacht, das sei ein Scherz, weil ja, ich habe in meiner ganzen Zeit nie eine Professorin an der ETH gesehen. Und im Prinzip war ich auch noch extrem jung, ich war nur 33 Jahre alt. Aber das Gespräch wurde dann doch sehr ernst und am Schluss bekam ich ein Angebot, das ich eigentlich nicht ablehnen konnte. Ich war damit dann die erste Frau in irgendeinem naturwissenschaftlichen Lehrstuhl. Mit ihrem Team verbessert Keller die Sesam-Technologie noch weiter.
Danach will sie die weltweit kürzesten Laserpulse erzeugen, mit vollkommen neuer Technik. Ständig erweitert die Physikerin die Grenzen des Machbaren. Ihre immer tiefere Forschung in die Lasertechnologie bringt Keller schließlich auf eine völlig neue Idee. Eine Uhr. Nicht im Sinne eleganter Schweizer Tradition. Es ist eher ein monströser Messapparat mit Laserlicht als dem präzisesten Zeiger der Welt. Er kann Attosekunden messen, den milliardsten Teil einer Milliardstel Sekunde. Das Licht braucht von der Erde zum Mond etwa eine Sekunde. Das Licht braucht nur eine Attosekunde, um über zwei Atome zu kommen. Das heißt, wir gehen in die atomare Welt, in die Quantenmechanik-Welt hinein. Und darum wird diese Zeiteinheit, diese Attosekunden, auch als die quantenmechanische Zeit bezeichnet. Die Atto-Clock macht den Blick in bislang ungesehene Welten möglich. Mit ihr lassen sich die Geheimnisse des Lebens verstehen, um sie eines Tages technisch nachzuahmen. Vielleicht könnte die Atto-Clock sogar verwendet werden, um unser ganzes physikalisches Weltbild zu überprüfen. Wir haben auch die Hoffnung, dass wir mit diesen Uhren irgendeinmal messen können, ob nun unsere Naturkonstanten wirklich konstant sind. Zusammen mit ihrem Mann hat Ursula Keller nach ihrer Zeit an der Uni eine eigene Firma geleitet. Diese stellt Sesamlaser für die Computer- und die Smartphone-Industrie her, hält mehrere Patente und wurde vor kurzem von einem amerikanischen Unternehmen gekauft. Nun hat das Start-up Zugang zum globalen Markt. Eine weitere Firma ist in Planung mit neuer patentierter Lasertechnik. Ihre Laser machen es dann zum Beispiel möglich, viel genauer in den Himmel zu schauen und nach einer zweiten Erde zu suchen. Wer weiß, wo das Licht Ursula Keller noch überall hinführt. Stellen Sie sich vor, ein Asteroid bedroht die Erde. Was könnte man machen? Die ESA und die NASA planen die Mission AIDA, um die Ablenkung eines Asteroiden durch den Einschlag eines Projektils zu testen und auszuwerten. Die Asteroid Impact and Deflection Assessment Mission besteht aus zwei Sonden, der amerikanischen Sonde DART und der europäischen Sonde AIM. Flugziel ist das Doppelasteroidensystem Didymos. Zu den drei Aufgaben der ESA-Mission AIM gehört es, die Machbarkeit eines zuvor berechneten Manövers zur Bahnablenkung von Asteroiden zu bewerten, Laserkommunikationssysteme im Weltraum zu testen und das Asteroidensystem wissenschaftlich zu untersuchen. AIM soll im Oktober 2020 starten und Didymos im Mai 2022 erreichen. Damit wird die Menschheit zum ersten Mal eine Mission zu einem Doppelasteroiden senden. Der große Asteroid Didymos wird von einem kleinen Didymoon genannten Begleiter umkreist. Bei ihrer Ankunft wird die Sonde AIM die ersten hochauflösenden Bilder der beiden Himmelskörper aufnehmen. Sie wird Didymoon mit Kameras unter die Lupe nehmen und Daten zu seiner Umlaufbahn und seinen physikalischen Eigenschaften sammeln. Außerdem erstellt sie eine hochauflösende Karte von Didymoons Oberflächenbeschaffenheit, die wertvolle Informationen für die Projektilmission DART bereitstellen wird. Über einen Breitbandlaser werden diese Daten dann zur Erde gefunkt. Die Ingenieure werden auch versuchen, das Instrument als Laseraltimeter und Infrarotkamera zu benutzen. Das Hochfrequenzradar von AIM wird die obersten Bodenschichten von Didymoon sondieren, um ein genaues Verständnis seiner Struktur und eine Modellierung des Aufpralls von DART zu ermöglichen.
Wärmebilder werden weitere Einzelheiten der Oberfläche wie Struktur und Kohäsion bestimmen. In einem nächsten Schritt soll auf Didi Moon ein vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickeltes Landegerät aufgesetzt werden, dessen Daten zunächst von der AIM-Sonde empfangen werden. Das Landegerät und AIM werden niederfrequente Radarwellen aussenden bzw. empfangen, die Didi Moon durchqueren und somit eine genaue Vorstellung der inneren Struktur des Asteroiden ermöglichen. AIM wird auch mehrere kleine CubeSats aussetzen, die zusätzliche wissenschaftliche Untersuchungen vornehmen und Verbindungen zwischen Raumfahrzeugen im interplanetaren Weltraum testen werden. Ist der Felsbrocken dann gründlich untersucht, wird sich AIM in sichere Entfernung von dem Himmelskörper begeben, da nun die US-Mission DART im Anflug ist. Diese wird auf Didi Moon einschlagen. AIM und die CubeSats werden den Aufprall genau beobachten. Die bei dem Einschlag erstellten Wärmebilder sollen Auskunft über die Masse der aus Didi Moon herausgesprengten Trümmerteile, ihre Beschaffenheit sowie die Ausdehnung der dabei entstandenen Staubwolke geben. Die nächste große Frage ist, inwiefern sich Didi Moons Umlaufbahn um den größeren Asteroiden Didymos durch den Aufprall verändert hat. AIM wird sich nun wieder an Didi Moon annähern, um die Nachwirkungen des Einschlags zu untersuchen, wobei zusätzliche Messungen von Teleskopen auf der Erde durchgeführt werden. Hochauflösenden Aufnahmen von AIM werden Größe und Tiefe des Einschlagkraters bestimmt werden können. Es werden erneut Radiowellen zwischen dem Landegerät und AIM gesendet, um herauszufinden, ob es in den inneren Strukturen größere Veränderungen gegeben hat. Parallel hierzu wird AIM eine weitere Serie von Radar- und Wärmebildern erstellen, um detaillierte Vergleiche zwischen den Daten vor und nach dem Aufprall zu ermöglichen. Die Sonde AIM wird von der Europäischen Weltraumorganisation ESA entwickelt. DART ist ein Gemeinschaftsvorhaben der NASA und des Labors für angewandte Physik, Applied Physics Laboratory der Johns Hopkins University. Sie bilden gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und dem Observatoire de la Côte d'Azur das Team der Mission AIDA.